Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Heute mit der neuen Beefy Vegi im Test. Ja, Beefy macht jetzt auch einen auf Vegi oder Veggie, je nachdem wie man es nun nennen will. Diese Beefy ist allerdings nur vegetarisch und nicht vegan, denn sie setzt auf Hühnereiweißpulver und deswegen ist sie nur vegetarisch. Drei Vegi Beefy kosten ca. 1,89 Euro. Bekommt ihr aktuell im Supermarkt, im Rewe, Edeka oder Kaufland mit etwas Glück. Ich habe tatsächlich Wochen gebraucht, um die Beefy Vegi endlich zu finden. Bei einem Kaufland-Streifzug habe ich sie heute dann endlich entdeckt. Man guckt ja irgendwie in allen möglichen Ecken und Enden, aber ist klar, die steht natürlich bei den vegetarischen Produkten. Wäre natürlich auch cool, würde sie teilweise bei der normalen Beefy stehen. Dann würde man sich vielleicht überlegen, hey, nehme ich das Original oder vielleicht probiere ich doch mal die Vegi aus, denn ein klassischer Beefy-Esser geht jetzt vielleicht nicht unbedingt zum vegetarischen Regal. Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall habe ich sie dann in dem vegetarischen Bereich beim Kaufland gefunden. So, drei Stück sind hier drin. Wir haben hier ein Erzeugnis auf Wasser, Rapsöl, Weizeneiweiß, Hühnereiweißpulver und Co. ist hier drin. Nach einer Art Salami. Mal schauen, wie Beefy kann es denn schon schmecken. Gibt übrigens noch eine Variante mit Roll und es gibt die vegetarische Gratza. Die habe ich heute nicht gefunden. Man kann einfach nicht alles finden. Ne? Die Roll habe ich gefunden. Die teste ich gerne auch mal bald für euch. Und hier ist die Vegi. Und die sieht tatsächlich so ein bisschen so aus. Die Rügenwalder Mühle, die war natürlich ganz schnell und hat mit ihrer vegetarischen Wurst in aller Beefy, sage ich mal in Anführungsstrichen, mit ihrer vegetarischen Salami, waren jetzt schon viel, viel eher am Start. Und ich muss sagen, diese Beefy, die sieht tatsächlich auch so ein bisschen aus wie die von der Rügenwalder Mühle. Ich nicht gedacht, aber riecht irgendwie ein bisschen Beefy-mäßig. Und ich schneide die mal an und wir gucken uns das Teil dann mal in Großaufnahme an. Und da haben wir sie, die Beefy Vegi bzw. Veggie. Und hier könnte man meinen, cool, haben die etwa noch Käse eingebaut? Nein, das ist kein Käse. Die Form ist immer so interessant, weil es fühlt sich so ein bisschen an und das sieht auch so ein bisschen aus wie eine Zigarre, oder? Ein bisschen hart gepresst. Nicht so weich wie die normale Beefy in der Konsistenz, wirklich ein bisschen härter und fester. Und das könnt ihr hier auch, glaube ich, schon erahnen, wenn man sich die mal hier so im Durchschnitt anguckt. Sie sieht ein bisschen trocken aus. Ich bin gespannt, wie sie schmeckt. Riecht echt gar nicht mal so schlecht. Was? Ganz schön trocken, ey. Ich war schon von der Rügenwalder Mühle leider nicht so begeistert. Viele finden die echt geil und finde ich super, dass es so vielen Leuten schmeckt. Aber hier, ich guck mal kurz auf den Nährwert, ihr Lieben. Meine Fett macht es ja auch immer so ein bisschen. Es sind 30 Gramm Fett drin. Und es schmeckt so trocken. So drisch? Ne, das ist es nicht. Leider echt nicht. Würde ich kein zweites Mal kaufen. Finde ich zu trocken. Also komische Konsistenz auch. Schmeckt irgendwie null nach Beefy. Es riecht besser, als es schmeckt. Ne. Also, es ist jetzt nicht so, ich sage so ekelig, voll abartig, weil es schmeckt halt einfach nicht wie eine Wurst, finde ich. Es ist einfach irgendwas Trockenes, Gepresstes, ein bisschen würzig und das war's. Auf einer Skala von 1 bis 10, bei dem, was man heutzutage in dem Bereich vielleicht noch alles machen kann, würde ich der Beefy Vegi in der aktuellen Version nur 5 Punkte geben. Also rockt es leider wirklich nicht. Aber Geschmäcker sind verschieden, probiert sie einfach mal aus. Ich war auch so neugierig, hätte ich vorher gelesen, die schmeckt scheiße, jetzt trotzdem probiert, weil ich einfach selbst wissen möchte, wie solche Dinge schmecken. Deswegen lasst euch hier nicht von meiner Rezension abschrecken, testet die ruhig auch aus. Und hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüssi!